Die ideale Biomilchkuh produziert Milch und Fleisch aus Raufutter, vorzugsweise vom eigenen Betrieb, kommt mit wenig bis keinem Kraftfutter aus und ist gesund und langlebig. Aktuell stammen die meisten Kabestiere aus konventioneller Zucht. Dort liegt der Fokus eher auf Milchleistung, was oft mit Grösse korreliert. Biobetriebe suchen eher die kleineren Weidetypen. Sie sind fütterungstechnisch ab 22 zusätzlich herausgefordert. Ab dann dürfen nur noch 5% Kraftfutter eingesetzt werden und das Futter muss aus der Schweiz stammen. Wir sind überzeugt, dass es für eine erfolgreiche Biomilchviehzucht auch die passenden Biostiere braucht. Aus diesem Grund hat Bioswiss mit dem Fibel und Swiss Genetics mit weiteren Partnern das Projekt gestartet. Unser Ziel ist es, bis 2021 die ersten Samendosen von diesen Biostieren in den Markt zu bringen und dass sie dann von den Betrieben auch eingesetzt werden. Vor einem Jahr haben wir die Auswahlkriterien für die Stierenkälber festgelegt. Die Kriterien sind vor allem funktionale Merkmale. Der Fitnesszuchtwert muss über 105 liegen bei so einem Stier. Dafür die Grösse, die soll nicht zu hoch sein, nämlich unter 105. Und die Langlebigkeit der weiblichen Vorfahren muss gut sein. Das heisst, Mutter, Großmutter und Urgroßmutter von der weiblichen Seite müssen zusammen mindestens 14 Laktationen haben. Wenn dann so ein Kalb die Kriterien auch alle erfüllt hat, dann haben wir auch die Betriebe nach den Betriebskriterien gefragt. Das heisst, 50% Weidfutter im Sommer und nicht mehr als 300 Kilo Kraftfutter für die Stierenmutter und auch nicht viel Antibiotika-Behandlungen. Auf dem Aufzuchtbetrieb, wo unsere Stiere aufwachsen, da haben sie eben genauso Bedingungen, wie das im Biolandbau normal ist. Sie können Tag und Nacht auf die Weide gehen im Sommer. Sie leben vor allem vom Futter auf der Weide. Und sie bekommen nebendran noch ein bisschen Heu. Aber sie bekommen kein Kraftfutter. Sie leben von dem Raufutter, das es hier auf dem Betrieb hat. So wie das im Biolandbau eigentlich immer sein sollte. Und wir schauen, was sie für eine Verdauungsfähigkeit haben. Wir schauen den Kot auswaschen und schauen, wie viele Fasern noch drin bleiben. Und es nimmt uns Wunder, ob sich das eben unterscheidet zwischen den verschiedenen Tieren. Und wir messen jeden Monat das Gewicht von diesen Stieren und schauen, wie die Tageszunahmen sind unter diesen Bedingungen und auch, wie gross sie sind. Das Fressverhalten auf der Weide schauen wir auch noch an, ob sie interessiert sind, ob sie, wenn sie rausgehen, gerade anfangen zu fressen und sich nicht stören lassen. Durch die vielen strengen Kriterien, die ganz an der Raufutterkuh orientiert sind, ist es halt so gekommen, dass wir gar nicht so viele Kälber gefunden haben. Wir haben jetzt 4 Swiss Fleckvieh, 2 Simmentaler und 4 Braunviehstiere. Und bei den Originalbraunen haben wir noch gar keinen gefunden. Und aus denen tun wir jetzt dann bald nochmal 2 auslesen, wo wir dann wirklich bei Swiss Genetics absamen, wo die ersten Samendosen noch zeugen. Wenn sie ankommen, haben sie zuerst eine Quarantäne zu durchlaufen von 6 Wochen, bevor sie nachher in die Stallungen hinter mir hineinkommen. Dort fangen sie nachher an, Samen zu produzieren. Im Anschluss daran wird der Samen verteilt auf die einzelnen Besamungstechniker, so dass nachher die Samendosen für einen Prüfeinsatz zur Verfügung stehen in der gesamten Schweiz. Wir von Swiss Genetics erhoffen uns aus diesem Projekt, dass wir ganz gezielt das Angebot für Biozüchter erweitern können. Wenn das erfolgreich ist, das Projekt, dann werden wir natürlich entsprechend auch unsere Beschaffungskriterien anpassen und schauen, dass wir in diese Richtung mehr Stiere anbieten können. Das wäre toll, wenn Swiss Genetics, so wie jetzt der Fritz Schmitz gesagt hat, würde mit der Zeit auch mehr die Kriterien, die wir jetzt aufgestellt haben, auch berücksichtigen. Die ersten von diesen Samendosen stehen wahrscheinlich im Frühling 2021 zur Verfügung. Wenn man dann einen Swiss Genetics Besamer bestellt, dann wird er das im Standardangebot haben. Man wird dann können die Bio-Samendosen einsetzen. Weitere Informationen zu diesem Projekt findet ihr laufend auf bioaktuell.ch und auch im Heftli bioaktuell. Und wenn es die Samendosen gibt, dann setzen die Stiere ein.